Ja, hi, willkommen. Bist du denn geweckt? Ja, hier ist wieder dein Nero LP. Ich spiele für euch Tales of Graces F. Und ja, und gehst du weg, Mann. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Eine Entdeckung. Gummisamen. Mal drei. Nicht zum Verzehr geeignet. What does that have to do with anything? If you bring a gel seed and an apple to a merchant or a turtles, they can turn them into an apple gel. Wow, I didn't know that. I thought you just ate them. You shouldn't do that, Asbel. I don't think they're good for you raw. Dann scheint sie nicht so zu stören. So, und eine Schatzfrau haben wir hier. Geil. Ja, in der letzten Folge sind wir in Land herumgereist und haben versucht herauszufinden, wer dieses, ich zitiere, unbekanntes Mädchen kennt. Und ja, selbst Frederiken wusste nicht, wer dieses Mädchen ist. Das ist ein majestätischer Baum. Anscheinend sind das so Lands berühmtesten Wahrzeichen. Ja, und jetzt wurde uns gesagt, dass hier in einer Hütte jemand aus Strata vielleicht wissen könnte, wo dieses Mädchen herkommt. Und da gucken wir auch nach. Aber erstmal machen wir dich platt. Dann hättest du wohl gerne, dass wir dich hier ignorieren, wa? Aber nö. Boah, das war geil ausgewichen. War das nicht geil ausgewichen? Kommt, sagt, das ist geil ausgewichen gewesen. Okay, nämlich, da musst du eben sterben. Ja, ich hätte euch so oder so getötet, aber ja, jetzt stirbst du erst recht. Das tut mir leid. Nicht. So, und jetzt du. Komm her. Bam. Und ein Level up für Asbel. Und Präzision und Ausweichen plus 5 erlernen. Geil. Titeleffekte. Jeder Titel hat spezielle Effekte, die nur aktiv sind, solange der Titel ausgerüstet ist. Bist du unsicher, welchen Titel für bestimmte Situationen am besten geeignet ist, kannst du immer denjenigen auswählen, der dir die größte Steigerung im Kampf verleiht. Ja. Das kann ich auch nochmal kurz hier erklären. Jeder Titel hat hier noch einen extra Effekt, wenn man ihn ausgerüstet hat. Ich drücke jetzt hier zum Beispiel 4 und da steht da unten Präzision plus 4%. Ja, ausweichen, physische Verteidigung, Entschuldigung, und ja, wenn man den Titel ausgerüstet hat, dann hat man genau diese Effekte gerade aktiv, also im Moment hat er Präzision plus 4% noch dazu. Was interessant ist, wenn man hier, wenn ich jetzt noch die 150 FP für diesen Angriff bekomme, für Paradepflege, dann kann ich den Titel nochmal aufleveln, dann ist er gemeistert. Wenn er gemeistert ist, dann erhöhen sich die Effekte, die unten stehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dann kommt er Präzision plus 8 oder plus 6%. Aber mal gucken. Jetzt haben wir sowieso nur noch einen Titel, also können wir sowieso noch nicht viel ändern. Komm her, du Schwein. Oh, du blödes Viech. Bin im Angriff genervt. Ja, ich wollte schon sagen, mach doch mal jemand platt. Ja, die Kämpfe sind nicht so abwechslungsreich im Moment. Also im Moment sehr betont. Später werden die Kämpfe nur noch Hammer sein. Aua! Gibt das Vieh einfach um. Das hat gut an den Tales of Spielen. Immer noch der 100. Zufallskampf. Der macht immer noch Bock. Oh, was haben wir hier? Ein Fehler, geil. Also in der Tales of Serie macht halt Grinden richtig Bock, im Gegensatz zu anderen Spielen, wo halt nach einer Zeit wirklich eintönig wird. Hallo Mann. Glaube ich. Du bist doch ein Mann, oder? Was? Fusion? Eine Matratze? Just talk to one of us turtles, or else hits the shops in town. But you's gonna need this first. It's a dual eyes book. We have to read the unsichtbare Version. Lazy, eh, kid? Well, no worries. I'll teach you. Well, all right. Now you just copy everything I does, yeah?
You got it. Hey, don't be copying how I talk. Man kann bei jedem Händler dualisieren. Man braucht nur zwei Gegenstände und zack, geht's ab. Ja. Unten steht's. Zuerst mal einen Apfel. Und jetzt einen Gummisamen. Wie alles im Leben kostet dualisieren was. Aber hey, was soll's? Ey, es nimmt ja auch noch kleine Kinder aus. Ich fasse es einfach nicht. Und so haben wir einen Apfelgummi hergestellt. Dualisieren bietet 1000 Möglichkeiten. Man kann kochen, Ausrüstung herstellen oder Gegenstände produzieren. Und zu Geld machen. Probieren geht über Studieren, klar. Ja. Das ist eigentlich nichts anderes als Gegenstände miteinander verbinden. Und dann machen die zusammen Fusionen an einem anderen Gegenstand. Oder einen verbesserten Gegenstand. So einfach ist das erklärt. Okay, aber im Moment machen wir noch nicht. Machen wir das ein bisschen später. Auf dem falschen Weg. So. Du sollst der erste Gegner sein, den ich ignoriere. Weil du nicht auf meinem Weg bist. Was haben wir hier? Reis. Ja, kochen können wir damit auch, aber im Moment brauchen wir noch nicht. Entschuldigung. Perhaps what she needs is to witness the astounding feats of a beastmaster. Okay, sure. Let's see what you've got. Great. Prepare to be astounded. Abracadabra. Zu einem gegrilltem Hühnchen. Ja, zu einer Packung Chicken Wings. Ich glaube, der ist tot. Here, let me try. Abracadabra, front flip, go. Okay. Molly. Hey, what other tricks can she do? Woozle, wazzle, backflip, go. Front flip with a twist. Jump really high. Now spin. Spin around and then stop. That was incredible. Wow. Thanks for the great show, kids. Your friend here must be an acrobat from the circus. Oder vielleicht ist sie ein Hühnchen. Ja, oder das. Na, du kommst jetzt erstmal in den Herd. So, sie ist entweder vom Zirkus oder ein Assassin. Really? I don't know, but those movements felt familiar, as if I'd done them before. Maybe the Beastmaster lady was right. We should head home. I doubt we'll find anything else here. Ja, Meinung bin ich nicht. Hier haben wir einen Speicherpunkt und ein Skit. Abracadabra. You know, Aspel, you could try giving me commands too. No, I'm good. Let's just go. Seriously, it's okay. Let's try it. You can give me any command you want. Oh, fine. Wo waren diese Mädchen in meiner Kindheit? Go be quiet for a while. What are you two doing? Come on, Hubert. Let's go. Hey, wait up. Hey, don't leave me here. Okay. So, Hütte am Straßenrand. Was haben wir hier? Ruhm und Ehre.
Hallo? Für einen Chefkoch ist das Koch kein Ziel, sondern eine Prüfung. Deshalb verdienen sich jene, die viele Gerichte erlernen, Ansehen und entsprechenden Titel. Sag ich doch, Ruhm und Ehre. Aber hier ist nichts für uns. Okay, dann gehe ich wieder. So. Magische Taste sagt mir, wo es lang geht. Geh zurück nach Norden. Okay. Und ja, wusste ich auch so, aber wie gesagt, selten dämlich. Hallo. Ein Gummisamen. Geil. So, jetzt wäre ich auf dem Rückweg, aber nicht normales Todglückeln. Die Gegner hier rechts von dem Gebiet, wo wir gewesen sind, müssten, glaube ich, sowieso wieder alle da sein, weil zwischen der Aufnahme habe ich nochmal gespeichert. Ich muss ja auf Nummer sicher gehen. Aus der Nagel. Den nehmen wir doch mit. Aber die bekämpfe ich jetzt nicht noch einmal. Besser sind die Kämpfe ja noch einfach. Wenn ich sehe, dass es schwieriger wird, dann trainiere ich noch ein bisschen. Oh, komm her. Apfel! Und wir müssen zurück zum Anwesen. Gut. Aber was finden wir da? Und was finden wir nicht da? Und überhaupt? Ja, Frederiken. Und? Oh, Mom. Hi, Mom. Hello, boys. Your father wishes to speak with you. He's just gonna yell at us again. He doesn't know when to quit. Asbel, you mustn't speak so of your father. He thinks only of you and your brother's best interests. Ugh, not this again. Your father is waiting in his study. Hurry along and see what he needs. All right, all right. Hey, Sharia, can you keep an eye on her until we get back? Huh? Oh, sure. You must forgive my son, Sharia. He puts you through so much trouble. Oh, no, it's no trouble. Regardless, you should rest. You must be exhausted after all that Asbel put you through. I didn't put her through anything. You are the heir to the Lant Lordship, Asbel. You must learn to think more carefully about those around you. From now on, you are forbidden to take Sharia with you when you play. Do you understand? No! Lady Carrie, please! I'm fine! Sharia! This is ridiculous! Dad's bad enough, but now you? I'll play with whoever I want, so you can just butt out! Asbel! Sharia. Oh dear. You should take her home, Frederick. Come along, Sharia. I'm sorry. Sharia. Macht trotzdem keinen Sinn. We should go see what Dad wants. Hey, do you want to come? Yes. Ich meine, die beste Möglichkeit, sein Volk näher zu kommen, ist, ihn aus dem Weg zu gehen. Macht Sinn. So. Es geht's? Nein. Es geht's? Nein. Entdeckung. Familienbild. Und was zum Teufel? Warum? Wie? Frederiken? Wie? Du bist doch gerade. Mein Gott, ist der alte Mann schnell. Egal. Alter ist bloß eine Zahl. You in this picture, Asbel? You look different. Yeah, I was probably around 9 years old back then. My father had some artist paint it. 9? I'm 11 now, so that would have been 2 years ago? Oh, but hey, how old are you? I don't know. Maybe 14? Really? Hmm. Are you sure you're older than me? So grob geschätzt aufgerundet, bestimmt. So, egal. Ja. Hier schon zum Speicherpunkt, bevor ich mich überhaupt verabschiede, ja. Aber ich bin etwas nervös hier. Wegen. Ich will ja niemanden angucken. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part bei Tales of Graces F. Dreh ich die Face um. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bye, bye.